Wie kann ein junger Mensch heute MyOnID für seine Karriere nutzen? Ich glaube, da gibt es einige Ansatzpunkte, die sehr spannend und auch einzigartig sind. Ich würde mal sagen, im Wesentlichen geht es darum, mit MyOnID herauszufinden, was über mich im Internet steht. Das ist, sagen wir mal, Schritt 1. Wenn ich das dann getan habe, entscheide ich, welche dieser Inhalte sind relevant für jemanden, der sich für mich interessiert, weil er vielleicht neue Mitarbeiter sucht. Dem biete ich letztendlich dieses Profil, diese Inhalte auf einem eigenen Profil an, das ich unter meinem eigenen Namen betreibe, und mache es einfach einem Menschen, einem Personaler, einem Headhunter, einem neuen Chef sehr einfach, Informationen über mich zu recherchieren, die ich für ihn aufbereitet habe.